Jo, herzlich willkommen, meine Freunde, hier bei Swissmaster und Magier Power. Wir wollen jetzt geile Schultern und zwar die Best-in-Slot-Schultern und die können wir herstellen. Klar kommt es noch auf die Stufe drauf an, aber wir gehen hier zum Handwerkskonsortium. Gehen hier auf Rüstungen, Stoff, Schulter suchen, Amicia des Blauen. Ja. Geil ist, sie haben diesen Bonus drin und zwar anlegen und das ist passiv, also eure Schaden verursachende Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance an der Position des Ziels eine Explosion arkaner Energie auszulösen, die 12.264 Schaden, Arkanschaden verursacht, der auf die Gegner in der Nähe aufgeteilt wird. Das ist jetzt die mindeste Qualität natürlich. Man hofft auf eine bessere Qualität, wenn man hier dann noch ein Stein zugibt. Jo, das habe ich gemacht. Was wir benötigen, ist Funken der Genialität. Den bekommen wir zwischendurch gedroppt von Bossen, von Dungeons, Schlachtzügen. Und anfangs haben wir eben 5 Stück. Dann urzeitliches Chaos gibt es auch überall bei Dungeons. Zone des Sturms. Zorn des Sturms, oder wie das heißt. Jo. Der gefrorene Zauberfaden und die azurgewobener Ballen, die kann man im AH kaufen oder man kann sie auch herstellen lassen. Ich habe den gefrorenen Zauberfaden auch herstellen lassen. Jo. War in der Kürze fertig. Frostige Seele, das war das Einzige, was ich nicht gefunden habe. Und ja, wie kommt man zu dem? Und das geht so. Ja, wir gehen hier wieder zum Handwerkskonsortium. Dann brauchen wir Lehrer Seelenkäfig. Lehrer Seelenkäfig. Außer ihr seid Juwelier, dann könnt ihr es selber herstellen. Ja, das brauchen wir. Brauchen wir die Mazia und lassen das herstellen. Zack, haben wir den Seelenkäfig. Brauchen wir noch was? Und zwar brauchen wir Schockdrosseln. Da gehen wir das ein hier. Schockdrosseln. Da. Das reicht schon. Seeleninhalierer. Und da brauchen wir die Mazia dazu. Die haben wir. Also auch im Auktionshaus habe ich mir die gekauft und hier eingefügt und herstellen lassen. Als Ingenieur kann man es selber herstellen. Gut. Haben wir die zwei Dinge, geht's los. Und zwar brauchen wir jetzt. Wir brauchen, ja, schauen wir nochmal nach. Wir brauchen hier die frostige Seele. Also suchen wir einen frostigen Elite-Gegner und den finden wir ganz einfach, indem wir hier von Valdraken in Taldrassus, wo wir hier sind, gehen wir einfach hier mit dem Flieger oder was auch immer hier runter, wo auch die Zone der Zorn des Sturms ist, gehen hier ins Portal rein und auf der linken Seite ist da immer ein Elite-Frostmob, den wir einfangen können. Jo, wir haben uns jetzt hier hinfliegen lassen, hier nach unten. Der temporale Konflux. Gehen hier durchs Portal hindurch. So, jetzt habe ich mir hier, also ich würde mir den hier reinlegen, so in irgendeinen Platz, dass man den gleich drücken kann. Wir fliegen hier gleich nach links da, unten, zack, und hier ist schon bereit so ein Elite-Mob. Und genau den brauchen wir auch für die Schulter. Ganz einfach, der ist immer da. Zack, wir greifen den an. Ich habe jetzt die Essenz schon, ich brauche die, ich weiß nicht, ob ich noch eine benötige, darum mache ich jetzt das nicht. Greift den an und so bei 30%,
bei 30% drücke ich dann hier drauf. Oder es geht doch jetzt schon. Ja, komm, ich mach's doch schnell. Vielleicht kann ich ja noch so eine Seele brauchen. Genau. Jetzt ist sie noch nicht drin. Besser ist erst ab so 50%, denke ich, zu kanalisieren. Aber es geht natürlich auch so, denke ich. Von der Zeit her müsste das ausreichen. Jetzt habe ich nicht ganz so gut gespielt hier. Aber zack, und jetzt? Klacks, ist schon drin die Seele, oder? Ist sie schon drin? Jo, jetzt wollte ich soeben euch zeigen, wie das geht mit der Seele. Jetzt habe ich gerade den zweiten Versuch gemacht. Beim ersten Mal hat es gerade geklappt für meinen Versuch. Jetzt war es ein teurer Versuch, denn jetzt ist mein Schockdrossen der Seeleninhalator verbraucht. Das war schon, ich glaube, 3000 Gold oder so. Ist so, wenn man den zu früh drückt, man muss den innerhalb von 30 Sekunden muss man den töten. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, ein bisschen länger, vermutlich. Auf jeden Fall hat es jetzt die Seele nicht eingefangen. Also ich würde empfehlen, erst ab, ich habe letztes Mal aber erst ab 30%, 20% reicht auch völlig aus. 20%, dann hier kanalisieren und dann tötet ihr ihn und dann habt ihr die Seele. Nachdem wir die frostige Seele eingefangen haben, müssen wir noch circa 15 oder 10 Minuten warten, bis sie frei wird. Die ist anfangs noch nicht so weit, dass wir sie freilassen können. Und das ist wichtig, weil sonst gibt es erweckten Frost und das wollen wir nicht. Wir dürfen sie erst freilassen, wenn der Timer weg ist. Dann kommt die frostige Seele raus. Zusätzlich, damit hier die Stufe von der Schulter noch besser wird, haben wir hier urzeitliche Infusion oder konzentrierte urzeitliche Infusion. Ich habe mit urzeitlicher Infusion hier das Rezept bestückt. Wie kommen wir zu der? Entweder droppt die in Dungeon oder Schlachtzügen. Es gibt auch Quests, aber da muss man erst ehrfürchtig sein. Ansonsten, was auch droppt, öfters in Dungeons und Schlachtzügen und Zorn des Sturms, sind urzeitliche Chaos brauchen wir und Urfokus. Ja, dann haben wir 10 Urfokus, steht hier. Können wir mit 100 urzeitlichem Chaos, also 100 von denen, in eine urzeitliche Infusion wandeln. Ja, und dann haben wir auch eine. Jo. Gut. Ich habe das bereits herstellen lassen. Ist schon in meinem Briefkasten. Yo, ich habe jetzt ein Amicia des Blauen erhalten mit der Gegenstandsstufe 397, weil ich noch eine urzeitliche Infusion dazugelegt habe. Standardwert 382. Immerhin. Und ich bin schon brutal gespannt, wie das Teil hier abgeht. Und yo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Euer Swissmaster, haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.